Letzte Woche haben BuzzFeed, die Huffington Post und andere Medienhäuser 1000 Stellen abgebaut und schon letztes Jahr gab es in der Medienbranche leider Massenentlassungen. Dafür gibt es drei Gründe. Erstens die hohe Abhängigkeit von Online-Werbung, anstatt Abos zu verkaufen. Immer mehr Leute benutzen eben Adblocker, das heißt, die Werbung wird erst gar nicht ausgeliefert und die Preise für Online-Werbung, die gehen eben in den Keller und der CKP liegt eben zum Teil nur noch bei 2 Euro. Zweitens, das Duopol von Google und Facebook greift jetzt eben schon 80% des Werbemarktes ab. Und drittens, YouTuber und Influencer ersetzen zum Teil schon klassische Medien und machen ehrlich gesagt auch oftmals einen besseren Job. Wenn das Ganze so weitergeht, kann ich mir vorstellen, dass selbst ein Spiegel Online pleite gehen wird, weil sie eigentlich die gleichen Abhängigkeiten vom Werbemarkt haben, aber qualitativ eben nicht so hochwertig sind wie eine New York Times, sodass Leser ein kostenpflichtiges Spiegel Plus Abo abschließen würden. Wenn die Medien aussterben, haben wir ein riesiges Problem. Zum einen geht ein ganz wichtiger Teil der Demokratie verloren, zum anderen wird es immer mehr Fake News geben und 99% der Leute werden immer schlechter informiert sein. Medienhäuser müssen jetzt 4 Dinge tun, um zu überleben. Erstens, sie müssen deutlich schlanker und effizienter arbeiten, also eher wie so Influencer oder Blogger. Zweitens, sie müssen wirklich exzellenten und unverwechselbaren Content liefern, und zwar in allen Formaten. Text, Video, Podcast, Audio, alles muss dabei sein. Sie müssen eine echt starke und loyale Beziehung zu ihrer Audience aufbauen, so wie es eben auch die Influencer tun. Und sie müssen neue Monetarisierungsmöglichkeiten erschließen, jenseits der Werbung, zum Beispiel Abos, Merchandising oder Events. So, was könnt ihr jetzt tun? Unterstützt einfach die Medien, die euch einen wirklichen Nutzen bringen, entweder indem ihr für diese Webseiten den Adblocker ausschaltet oder am besten holt ihr euch ein Online-Abo. Seid euch einfach bewusst, dass Qualität auch seinen Preis hat. You get what you pay for. Dadurch werdet ihr die Medien zwar nicht alleine retten, aber ihr könnt zumindest einen kleinen Beitrag leisten. Wie seht ihr die Zukunft der Medien? Haben Modelle wie Spiegel Online überhaupt noch eine Zukunft? Für welche Angebote seid ihr bereit zu zahlen? Und haben für euch Influencer und YouTuber auch schon zum Teil klassische Medien ersetzt? Lasst es mich in den Kommentaren wissen.